Duell dann nochmal nach innen laufen. Ah ja. Ja, ja. Also von außen also nach innen. Also da, wo die alle schon stehen, genau. Ja. Und dann einfach so von außen nach innen. Ja, ja. Aber erwähne ruhig, das ist im Grunde genommen dort. Ja. Und dann der Große dort hinten ist, das Feld umfassen. Ja. Und wir fangen aber hier an rumzulaufen. Genau, und dann kann man noch im Laufe des Nachmittags, wer sich dann fühlt, kann er Details, dann wir haben noch ganz viel Schafwolle, genau, das kann alles noch. Ja, genau. Wir können die Schafwolle ja auch, das dachte ich ja auch, dass man sie eigentlich dann punktuell in die Rasenfläche So, das ist hier also auf dem Tempelhofer Feld eine geomantische Setzung einer Spirale. Das hier ist die Initiatorin Susanne Lutz aus Berlin. Setzen Sie mal die Brille ab, genau. Also sie ist Geomantin und das hier ist der Detlef Dahlmann, ein Landschaftsgärtner und aufstrebender Geomant auch. Die sich also hier für dieses Feld hier, das war mal ein Flugplatz, einsetzen, dass hier was Kreatives, was Lebensaufbauendes gemacht wird. Ne? Wollt ihr noch was sagen? Ja, also ich finde es ganz toll, dass heute so viele Leute hier sind und wir haben jetzt ja schon angefangen, die Spirale zu setzen. Das war ein sehr schöner Prozess. Ich finde es ganz wunderbar, wenn du vielleicht mal die Kamera schwenken kannst. Und da sehen wir schon jemanden halt nicht so weit, jemand im Zentrum der Spirale. Ah ja, da meditiert einer. Genau, da meditiert einer. Und vorhin war da schon ein zweiter, der da meditiert hat, wo ich denke, ist das nicht wunderbar? Ja, ich gehe mal kurz dahin, damit es mal aus der Nähe sieht. Ja, das ist hier unsere neue Spirale. Ne? Da sind auch so Kleinigkeiten hier. Das habe ich gebaut, nebenbei gesagt. Schafswolle direkt geholt hier vom Schafhirten. Ja, also ich wollte noch was sagen. Okay, genau. Und was ich jetzt ganz toll finde, ist, dass wir jetzt auch Strom haben und dass jetzt mittlerweile auch mit den musikalischen Beiträgen begonnen wird hier und dass wir jetzt auch so ein bisschen mit der Schwingung der Musik einstimmen hier. Super. Ja, ich freue mich auch total, also dass das jetzt so toll geklappt hat. Also es war auch ein ganz interessanter Prozess, also ein interessanter Gruppenprozess. Ja, ja. Also das Interessante war halt, also wegzukommen von diesem üblichen Ausdiskutieren, sondern wirklich sich ganz aufeinander einzustellen und dann ins Tun kommen, in Fluss zu kommen. Mhm. Ja, und also jetzt ist einfach so ein Punkt gesetzt, dass hier was Neues entstehen kann. Genau. Ja. Das Ganze hat ja auch zu tun mit der Archimetropolis, was so ein Aufbauprojekt ist für ein, was sind das genau, die Archimetropolis? Das könnte am besten Tarek und Martin sagen, du solltest sie auf alle Fälle nachher auch nochmal interviewen. Die sind noch nicht da. Aber Arche, also für Tarek, was er mir immer sagte, ist es eigentlich eine Schatzkiste. Also jeder bringt das rein, was ihm am Herzen liegt. Das packt ja diese Schatzkiste rein. Und dafür ist dieses Feld, was wir jetzt hier haben, als eines dieser Pionierprojekte, einfach ein Raum, diese Schätze, die man selber in sich trägt, hier reinzutragen. Okay, vielen Dank für dieses erste Interview. Ich zeige nochmal die Spirale. Ja, also das ist jetzt erstmal das hier. Und jetzt gibt es eben gleich Mantra-Gesänge und Musik. Und dann wird es einen kleinen Ausklang geben. Bis dann. Das war Ronald Engert von der Redaktion Tattva Viveka.